Hallo und herzlich willkommen zurück zum Display von StarCraft 2 Wings of Liberty. Wir sind hier im Sigma-Quadranten und sollen uns das letzte Xel'Naga-Artefakt aus diesem Gewölbe holen. Leider hat Blizzard dazwischen diese Teile hier gesetzt. Das sind diese Desintegrationsfeldgeneratoren, die sämtliche Materie desintegrieren, wie man so schön sagt. Also auflösen. Und die müssen wir zerstören. Allerdings ist da auch noch ein zweites Hindernis. Und zwar sind hier die Protoss der Tal'Darim mal wieder am Werk. Und ja, die mögen uns ja nicht besonders. Ja, Commander. Ja, meine schweren Kreuzer, die wir hier als neue Einheit haben, sind eigentlich perfekt geeignet, um diese Desintegrationsfeldgeneratoren zu zerstören. Allerdings werden hier wahrscheinlich... Ach, hier ist ja eine Lücke, da kann ich gar nicht rüberlaufen. Okay. Diese schweren Kreuzer haben diesen starken Angriff mit der Yamato-Kanone, die perfekt dafür geeignet ist, diese Dinger zu zerstören. Jetzt schaue ich da auch hier gleich nochmal. Hier kann ich drüber laufen, okay, und der Rest des Wegs könnte ich theoretisch zu Fuß zurücklegen. Im Moment will ich das aber mal noch gar nicht. Sondern ich werde versuchen, erstmal hier vorne, also quasi hier, eine Basis zu etablieren. Nachdem ich die hier mit zumindest diesen beiden Bunkern geschützt habe. Achso, halt, Moment. Du kommst mal raus. Und sammelst mal das ganze Zeug hier auf, was da so rumliegt. Los, los, los! In Ordnung! Oh, da ist ein Hetzer. Abmarsch bereit! Sicher! Kommt noch was? Hier werde ich mal versuchen, mit so einem Kreuzer mal einfach mal anzulocken. Mal sehen, was diese Yamato-Kanone mit diesem Hetzer dann macht. Alle Mann von Bord! Was ist los? Okay, das sollten wir nicht allzu oft machen. Du, WBF, geh mal hier hin und repariere hier mal kräftig. Und ich brauche hier gleich mal noch 6 Marines. Und auch gleich noch... Von Herkules habe ich noch nie gebaut. Aber ich werde zunächst mal erstmal 4 Medivacs bauen, die sich hier mal sammeln dürfen. Während du hier... Ach, für ein Türmchen brauche ich Maschinendock. Baue ich doch gleich mal dahin. Ja, Commander. Und dann bin ich mal gespannt, ob das dann alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ihr schweren Kreuzer. Kreuzer einsatzbereit. Ihr geht mal hier hin und macht mal alles platt, was da ist. Ich habe es leider nicht gesehen, was durch die Yamato-Kanone mit diesem Hetzer hier passiert ist, aber ich denke mal, den hat es dahin gerafft. Denn der Angriff macht ja 300 Schaden. Der sollte eigentlich alles wegmachen, was so geht. Bau mal Depots. 1, 2, 3. Ach, gleich mal. Mach gleich mal 4 Stück. Sie wünschen... Jetzt bin ich mal gespannt, was die 3 Kreuzer mit diesem Archon machen. Und wupp, und 300. Das war natürlich alles ist kein Problem für meine Kreuzer. Ihr 4 geht mal... du sammelst mal dieses ganze Zeug hier ein. Und hier habe ich dann jetzt für den Moment mal alles gesäubert. Ja, Commander.
Losgeladen und entsichert. So, das sieht doch im Moment gar nicht so verkehrt aus. Sicher. Und rein in den Bunker. Warten. Du baust mal ein Türmchen. Und zwar direkt dahin. Das ist doch ein Türmchen. Halt, nein, kein Inferno-Turm. Ein Raketenturm. Ja, das ist ja alles eigentlich kein größeres Problem, was da, was die was die Protoss uns bisher hier entgegenwerfen. Ich hoffe nicht, dass sie sich dann irgendwann hier rein droppen. Machen wir die zwei Dinge auch gleich mal noch. Fusionskern konnte ich nichts entwickeln. Bauen wir hier mal noch ein Türmchen hin, so zur Sicherheit. Und hier auch mal noch. Na, ich habe doch Shift gedrückt. So. Dann fehlt noch ein Medi weg und ich baue dabei mal Marines ohne Ende. Ach, hier habe ich ja noch gar nicht alles geholt. Dann geh du mal hin und hol dieses Zeug da mal. Danach gehst du gleich wieder zurück in den Bunker, wo du sicher bist. Danach muss ich dann mit meinen Kreuzern hier hin und diesen Turm wegmachen. Weil sonst werde ich wohl kaum Freude dran haben, wenn ich da meine Marines reinsetze. So, immer 8 Marines und 2 Sanitäter dazu. Das sollte eigentlich gehen. Haben wir einen Sanitäter für 4 Marines. Du WWF, reparierst mal hier mal den Bunker bitte noch, dann fühle ich mich gleich viel sicherer. Und bleibst einfach hier vorne stehen. Ich könnte eigentlich in der Zwischenzeit auch noch einen schweren Kreuzer bauen. Die sind halt relativ teuer, ne? Aber bringen auch einiges. Bauen wir mal einen. Oh, ich glaube, ich sollte derweil auch noch ein, zwei Depots bauen. Wird gemacht. Kapiert. Hier komm ich. Und mit dieser Streitmacht, die ich dann habe, wenn ich dann die 4 Medivex füllen kann, mit jeweils 8 Plätzen. Was gibt's denn? Das heißt, 4x18, 32, 32 Einheiten. Dann sollte ich eigentlich gewappnet genug sein. Aber jetzt nehme ich erstmal einen Kreuzer. Und fliege erstmal hier hin. Um mal zu schauen, was es hier denn da dann so gibt. Vor allem, wie schnell die Hitpoints runtergehen. Na dann, Jungs. Feuer frei für eure Yamaha-Kanonen. Komm mal zurück, ganz schnell zurück. Ihr seid ein bisschen langsam, ne, ihr Kreuzer. Okay, also es heißt, es ist wieder so, wie es auch in Teil 1 war. Ein Treffer mit der Yamato-Kanone macht so eine Kanone komplett kaputt. Ich werde allerdings nur warten, bis ich den nächsten Kreuzer habe. Der jetzt gleich eigentlich kommen sollte. Und da ist er ja. Die Flotte gerufen. Was gibt's denn? Jetzt geht's rund. Nicht genügend Mineralien. Ja, okay. Aber bald wieder. Energie. So,
So, einmal Yamato-Kanone. Bitte diese Kanone ausschalten. Dann die da unten noch. Und dann kann ich anfangen, meine Truppen zu landen. Los, los, los! Kreuzer einsatzbereit. Und tschu. Und die Kanone ist weg. Schauen wir mal, ob gleich irgendwelche Fliegerchen kommen. Sie wünschen. Sieht nicht so aus, dann fliegt gleich mal hier runter. Der Doktor ist da. So, wie viel haben wir denn jetzt hier eigentlich? Kommt noch was? Okay, das sind dann schon mal 8, 16, 20 Mann. Brauchen wir noch 12. Mineralienfeld erschöpft. Der Doktor ist da. Ja, Commander. So, einmal Yamato-Angriff auf diese Kanone. Und zurück. So. Dann sind wir doch jetzt dann bald bereit zum Angriff. Sehr schön. Wunderbar. Mineralienfeld erschöpft. Ach, was machst du hier? Einfach so voll rumstehen oder was? Geht ja gar nicht. Und nun? So, jetzt bin ich ja mal schwerst gespannt, was uns denn da an Widerstand alles so jetzt entgegenkommt. Und ob die vier Kreuzer das so halbwegs hinkriegen. Ich will jetzt erstmal den Pylon niedermachen. Was relativ schnell geht. Verstanden. Kommt erstmal wieder zurück. Also nochmal reparieren. Das sind 24. Fehlen noch 4 Stück. Mal jeweils 2. Und dann haben wir nämlich dann unsere Medivacs voll und können dahin fliegen. Und mit dem Kreuzer mache ich dann sofort dieses Dings da nieder. Den, ach, wie heißt es wieder? Den Desintegrationsfeldgenerator. Was ist los? Das könnte ich eigentlich gleich probieren. Benötige weitere Depots. Jetzt brauche ich wegen den beiden noch ein Depot. Na, machen wir nicht. Wir warten nur auf Sie. So, ich nehme einfach die Jungs, Gruppe 1, und lasse sie mal einsteigen. Sicher. Wahnsinn. Retten wir ein paar Leben. So, Yamato-Kanone auf dieses Dings hier, bitte. Und wenn das Feld weg ist, dann kann ich mit dem Rest kommen und kann alles niedermachen. Drei Schuss müssten eigentlich genügen. Das hatte da keiner mehr genug Energie für eine Yamato-Kanone. So, und jetzt geht's wieder zurück. Lasst euch reparieren. Und jetzt kommt die große Stunde meiner Marines. Ja, die Kreuze sehen gar nicht so unfit aus. Verstanden. Was wichtig hat? Oh. Entaro Tassana, Freund Raynor. Die Tal'Darim haben all jene, die gegen sie sind, gefangen genommen. Befreit uns und wir werden mit Freude an eurer Seite gegen sie kämpfen. Cool. Ich bekomme Verbündete. Ja, ja. Das gefällt mir doch sehr. Zunächst mal werde ich aber alle meine Leute hier rauslassen. An diesem Standort gibt es nur geringe Mineralienvorkommen. Zusätzliche Mineralienvorkommen wurden in der Nähe geortet. Wird gemacht, Commander. Bereit machen, Jungs! So, ihr greift mal an. Und zwar alles, was da kreucht und fleucht. Mineralien
Ja, ich weiß, habe ich überhaupt noch welche? Ja, kaum noch. Ich bin mal schwer gespannt, wie sehr dieses nächste Desintegrationsfeld, was wir hier sehen, meine Marines beeinflusst. Aber jetzt lassen wir die Jungs erstmal das hier alles niedermachen. Die Sanitäter haben bisher ganze Arbeit geleistet. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier hin können und... Oh! Ich werde angegriffen. Wo ist der Notfall? Mineralienfeld erschaffen. Ja, ich glaube, da werde ich ein paar Mann verlieren. Oder? Ja, bisher sieht es eigentlich ganz gut aus. Lungs, geht mal hier hin zurück. Und nun? Du lässt dich reparieren und ihr anderen drei. Kreuzer einsatzbereit. Geht mal hier hin. Auf dem Weg. Während ich hier eigentlich kaum noch Mineralien habe. Deswegen nehme ich da mal den hier und den hier. Und der geht bei den so Medi weg. Du entlädst mal hier und dann sollte es eigentlich kein größeres Problem mehr sein, da eine Basis aufzubauen. Während ihr Jungs hier mal noch den Rest säubert. Habt unseren Dank, James Raynor. Die Teil darin werden für ihren Verrat bezahlen. Ja, okay, Kommandant. Es ist gut zu wissen, dass die Teil darin auch von den eigenen Leuten nicht allzu geschätzt werden. Einsteigen oder aussteigen? Mineralienfeld erschöpft. So, du baust mal eine Kommandozentrale. Und zwar genau hierhin. Wenn du mal einen Bunker direkt daneben baust, bitte. So, ihr Jungs, geht mal hier hoch zum Beschützen. Sie wünschen. Während meine Kreuzer dann diesen, na, wo ist er denn? Hier hinten, ach du Schreck. Während meine Kreuzer mal versuchen, das Ding hier zu... Frontaler Angriff, alle Geschütze. ...zu öffnen. Allerdings vorher, halt, bevor ich das mache... Okay. Werde ich auf jeden Fall mal nochmal speichern, weil bisher läuft es eigentlich ganz gut. Und dann werde ich die Folge heute auch beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Ich wünsche euch was. Bis denn.